Moin, Friendos! Wartet, da muss ich gleich mal einen Schluck um meinem leckeren, guten alten Wasser sippen. Denn ihr wisst, mit Wasser wird alles besser. Wie ihr eventuell wisst, bin ich nicht gerade der beste Gamer. Hä? Nein! Außer vielleicht in Valorant. Lüge! Lüge, Lüge, Lüge! Ja, war nur Spaß. Noch 10 Sekunden. Snipers up here. And the others go from mid and from air. Aber es gibt ein Game, was wirklich so schwer ist, dass selbst ich sagen kann, meine Ausraster wären gerechtfertigt. Wow, what the fuck, man. Hey, ich hab doch geparried. Ich ziehe ja noch um. Ich könnte jetzt einen auf Moneyboy machen und das Game mit meinem Swag durchspielen. Aber nein, dafür bin ich zu faul, weil ich es wieder herunterladen müsste. Lass bald du ein Like da, wenn ich das ein anderes Mal tun soll. Aber stattdessen, liebe Friends, habe ich hier ein anderes Game für euch vorbereitet. Nämlich Super Mario Bros. U Deluxe. Ja, ich weiß, es ist zum Gefühl die 700.000. Kopie des fast 1:1 gleichen Spieles, das in 2006 entstanden ist. Das Gemeine auch an dem Game ist, dass es nämlich erst speichert, wenn man einen Boss besiegt hat, also irgendwie alle 5 Level oder so. Aber egal, dieses Game hat die besten Voraussetzungen, mich zum Ausrasten zu bringen. Und by the way, es hat mich 80 Euro gekostet. 80 Euro! Aber jetzt, let's go! Digga, ich habe hier alles nass gemacht. Ah, ja. 6.5 hours later. Ich spiele natürlich ganz normal klassisch Mario. Oder würde ich sagen, let's go. Und nur noch zur Story, meine lieben Freunde. Wie in fast jedem Mario Game kommt Bowser mit seinem fetten Luftschiff angeflogen. Mann, hat der Typ Drip. Und holt mit seiner riesen Faust aus, haut die Kollegen und Mario weg. Und er führt Peach. Und natürlich wollen Mario und seine Bros Peach retten. Eichenhain. Okay. Ja, würde ich mal sagen. Level 1. Ja, okay. Gut. Ich nehme Level 1 ist wahrscheinlich nicht all das Allerschwerste. Mal schauen. Ja, hier hat es gerade einen Pilz drin. Pilze, der Mario ist total auf Shrooms, ey. Wenn der einen Pilz kriegt, der wird direkt größer. Der ist ultra high die ganze Zeit. Hier haben wir bereits unseren ersten Eichelpilz. Also ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn ich A gedrückt hatte, ja, kann ich fliegen, wenn ich R drücke. Perfekt. Ja, okay. Okay, das ist ein fettes Hörnchen hier. Digga, ist das fett. Aber wir haben es gekriegt. Komm ich hoch? Yes. Moment, ist da unten vielleicht noch was? Bisschen was? Bisschen? Ja. Hallo, Mario. Okay, ich glaube, ich lasse es. Ich möchte jetzt lieber das erste Level ohne Fail abschließen, wenn ich ehrlich bin. Okay, haben wir jetzt die Mittelfrage. Ja gut, ist jetzt auch nicht so monsterschwer wahrscheinlich. Schaffen wir sie hoch? Ja, aha, es fällt sogar runter. Mashallah. Stimmt, es gibt ja sogenannte Bewegungssteuerung. Da sage ich es noch. Ja, okay. Aber wartet. Okay, das ist ein fettes Hörnchen hier. Digga, ist das fett. Was ist das hier? Ah, ein Eichenpilz. Ja, let's go. Danke dir. Ich muss sagen, ich bin's auch nicht der alle. Ich spiele es auch nicht so viel Mario, ne? Ich spiele Mario Odyssey, vielleicht kennt das jemand von euch. Ist sehr, sehr geiles Game. Aber ansonsten. Ja, Mario Kart halt, ne? Ab und zu, aber auch eher selten. Ah, hier ist bestimmt noch was. Hallo? Ja. Könnte das ein interessantes Game werden? Okay, ein paar Gegner. Mal schauen, hoffentlich verliere ich hier den Eichenpilz nicht. Das wäre ziemlich dumm. Man könnte auch mal so ein Troll. Oh, na. Ich habe jetzt nicht allerernstes diese scheiß Starcoin verpasst. Kann man da nochmal hoch? Ja, okay. Können wir auf jeden Fall nochmal hoch. Ja, dann müssen wir das Ganze nochmal spielen. Jetzt sollte es auf jeden Fall kein Problem sein. Jawohl. Nein, du No. Easy, one up. Wir haben ja oben übrigens die Leben. Ich habe jetzt gerade vorher, sind ja, wenn man 100 Münzen hat, kommt man ein Leben mehr. Okay. Auf jeden Fall, Level 1,
kein Problem. Ja, würde ich sagen, geht's ja in Level 2. Eine Feuerblume. Na, wir probieren sie erstmal mit dem Eichelpilz. Wobei, könnte auch ein bisschen tricky werden hier unter der Erde. Aber hier war es jetzt schon mal useful. Okay, hier hätten wir auch sonst noch mal eine. Ah, okay, wegen dem Piranha. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, ich hole mir die Feuerblume. Auch wenn der Eichelblitz geil ist, aber hier... Ja. Ja. Ein bisschen rumballern. Yeah. Komm mal hier hoch mit einem getimten Sprung. Ach du Scheiße, Mann. Ja, okay. Item verloren. Ja, wir haben hier direkt einen Shroom. Gibt's hier Omas? Ja. Ja. Das sieht doch gut aus. Ich mache jetzt hier keinen Fehler. Mario. Motion-Steuerung. Ja, let's go. Also soll es jetzt einfach eine Vereinfachung des Weges sein oder so. Ach nee. Oh, das ist AIDS. Ach du Scheiße. Ja, jetzt muss ich gut timen. Okay, hier komme ich tatsächlich aus Kleider nicht runter. Ja, sollte aber kein Problem. Ah, hier, ja, warte, ich probiere es nochmal. Vielleicht hat es noch was. Ja, okay, jetzt komme ich durch. Alter, ist Mario. Als ob man da runterfliegt. Boah, das war knapp. Krieg ich den Gumm. Oh, da haben wir ja was ausgelöst. Hopp. Ja, mal gucken, was da oben hat. So wie jetzt hier nochmal runtergefallen wäre. Oh. Irgendwie verschiebt es da so in der Mitte, die Ansicht. Naja. Yes, Starcode Nummer 2. Ich weiß noch nicht, ob ich immer alle sammeln möchte, aber Stand jetzt sieht's gut aus. Ah, okay, ich glaube, das ist jetzt. Ja, okay. Ich bin einfach nur dumm. Fürs Protokoll. Okay, komme ich hier überhaupt? Nee. Ja, mehr kriege ich, glaube ich, auch nicht raus. Aber ich glaube, jetzt kommt der Pilz aus. Ja, okay, da können wir gleich nochmal ein Item holen. Jetzt gehen wir ins Casino, schönen Gewinn machen. Haben Sie gesehen, diesen fetten Dino dort oben? Sprachen lernen, Bubble. Den will ich als Haustier und die dann melken. In der Mitte. Trust me, guys. Bin ich ein King? Yes. Okay, warte. Hier noch? Nee. Ach so, da gibt's doch eine Krone. Aber jetzt, denke ich, Leute, wird's Zeit für unseren allerersten Boss, unser erstes Boss-Level. Dieser Kopf, wie der sich so bewegt, so. Naja. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, kann man auch gleich das erste Mal speichern. Mal schauen. Okay, der Pfeil zeigt aber nach hier drüben. Ich schau mal hier drüben. Okay, das sieht doch schon deutlich machbar aus. Ja, okay. Gut. Vielleicht finden wir hier auch noch ein lecker Item. Hopp. Ja, eine Eisblume. Okay. Bam, bam, bam. Ja. Ja, ich denke, hier wird vermutlich kein Item sein, aber wir können ja mal zu... Hallo, Mario! So. Wow, der kommt ja ultra nah. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Goomba, Knochentrocken. Geh mal bitte zur Seite. Danke. Muss sagen, die Eisblume ist schon ziemlich useful. Was war hier? Aha, Cash. Ja. Haben wir ja genug, ne? Okay, die drehen jetzt sich hier jetzt schon deutlich schneller. Ja, scheiß mal auf Item. Habe eins. Hopp. Okay, da haben wir bereits die Mittelflagge. War bis jetzt ganz machbar. Oh Mann, wie schnell willst du dich drehen? Eher so, ja. Easy. Komm. Yes. Das Item lasse ich mal hier, was ich jetzt dann gleich hier reinscheiß. Oh. Ja. Oh. Hallo?
Okay, wir sind oben. Ja, 3 Leben. Okay, erster Boss. Ich glaube, man muss einfach auf die drauf springen. Also, meine ich mich zu erinnern, ne? Es gibt ja unterschiedliche Bosse. Der ist aber wütend, Digga. Holy shit! Oh. Chill mal, Bruder. Ja, okay, man muss auf sie raufspringen. Kann man sie vielleicht so trappen-mäßig? Ja, easy. Aber warte, jetzt ist, glaube ich, noch der Stachel oben. Ja, kein Problem. Können wir jetzt speichern? Ja, wir können speichern. Das ist doch gut.